Alexander der Große, der makedonische König und unumstrittener Eroberer. Was hat ihn zu seinen Taten bewegt? Es heißt, nur ein Satz hat sein Leben so geprägt, wie wir es heute kennen. Alexander der Große, geboren in Pella, Makedonien, wurde schnell zu einer legendären Figur in der antiken Welt. Sein Ruf überlebt bis heute. Er war der Sohn von König Philipp II. Und seiner vierten Frau Olympias, einer furchtlosen und religiösen Frau, die großen Einfluss auf Alexander hatte. Alexander erhielt seine erste Ausbildung von Leonidas, einem strengen Verwandten. In jungen Jahren zeigte er bereits bemerkenswerte Fähigkeiten, insbesondere in Bezug auf Pferde. Mit 13 Jahren wurde Alexander von dem berühmten Philosophen Aristoteles unterrichtet. Dieser prägte seine Liebe zur Literatur und Wissenschaft, die ihn ein Leben lang begleitete. Bevor er 20 Jahre alt wurde, bestieg Alexander den Thron von Makedonien. Sein Vater war ermordet worden und er übernahm die Macht ohne Widerstand. Von Anfang an zeigte Alexander militärischen Ehrgeiz. Er begann, das Persische Reich zu erobern, das damals das mächtigste Reich der Welt war. Er war für seine Blitzkriegsstrategie bekannt. Sein Heer war unglaublich diszipliniert und effizient und er führte es oft persönlich in die Schlacht. Im Laufe von nur 13 Jahren eroberte Alexander ein Reich, das sich von Griechenland bis Ägypten und bis nach Indien erstreckte. Trotz seiner kriegerischen Taten war Alexander auch ein großer Förderer der Kultur. Er verbreitete die griechische Kultur in den eroberten Gebieten. Alexander hatte viele Geliebte. Aber nur eine offizielle Frau, Roxana. Sie gebar ihm einen Sohn kurz nach seinem Tod. Alexander starb jung, im Alter von nur 32 Jahren. Die Umstände seines Todes sind bis heute ein Rätsel. Nach seinem Tod zerfiel sein Reich schnell. Seine Generäle stritten um die Kontrolle und gründeten ihre eigenen Königreiche. Trotz seines kurzen Lebens hinterließ Alexander ein erstaunliches Erbe. Er wird als einer der größten Militärführer aller Zeiten angesehen. Seine Eroberungen beeinflussten die Geschichte nachhaltig. Sie verbreiteten die griechische Kultur und beeinflussten die Entwicklung des Hellenismus. Doch was hat einen jungen König zu solch einer Größe geführt und verhalf ihn, die Geschichte der Menschheit so gewaltig zu verändern? Da bleibt Alexanders ein umstrittener Charakter. War er ein Kulturbringer oder ein brutaler Eroberer? Die Meinungen dazu sind geteilt. Was bekannt ist, ist die Tatsache, dass Alexander mit der Zeit seine Regentschaft und immer größeren Wahn nach Eroberungen den Sinn zur Realität verloren hat. Doch das begann in der Kindheit. Die Erziehung seiner Mutter war daraus ausgerichtet, dass der Junge ein direkter Nachfahrer der Götter ist. Er besuchte sogar einen Orakel in Delphi, der seine Frage bestätigte. Einzig sein Lehrer Aristoteles war sehr direkt und geradlinig zu seinem Schüler. Eines Tages fragte Alexander: Meister Aristoteles, begann Alexander, ich strebe nach mehr als nur Land und Macht. Ich suche die Wahrheit über meine Herkunft, meine Verbindung zu den Göttern. Bin ich unsterblich wie Sie? Aristoteles, der weise Philosoph, lauschte aufmerksam und antwortete: Die Götter sind mächtig und unsterblich, doch Alexander ist ein Mazedoner. Man sagt, dass die Erziehung und sein Umfeld haben in Alexander große Neugierde geweckt. Die alten antiken Helden wie Achilles haben in ihn das Feuer des Ruhms entfacht. So beflügelt und motiviert durch die persische Streitmacht vor seiner Haustür, begann sein Leben als Legende. Ja, ohne Fragen, seine Regentschaft war kurz. Doch seine Eroberungen waren gewaltig. Sein Imperium zählt bis heute zu den größten in der Geschichte. Liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Gib dem Video ein Like und schreib gerne Kommentare. Bis bald.